Hallo alle zusammen. Und zwar wollte ich euch ganz gerne zeigen, wo man Steinkohle farmen kann. An der folgenden Stelle könnt ihr eine Base aufbauen. Ich habe meine Hauptbase abgebaut und habe sie heute hier neu aufgebaut. Deswegen habe ich, naja, viel Arbeit damit gehabt. Ich zoome einmal raus. Hier fangen wir an und dort müssen wir hin. Hier gibt es insgesamt sechs Kohlevorkommen an der Stelle. Hier seht ihr sie. Okay, ja, zum Abbauen und zum Schleppen würde ich euch definitiv empfehlen. Hier liegt es zum Abbauen. Was Besseres kann man da gar nicht machen. Wo bekommt ihr den Guten? Den Guten bekommt ihr. Sekunde, wir haben es sogar schon eingestellt. In dem Gebiet, wo wir sogar gerade sind, also wenn ihr hier in der Wüste ein bisschen rumlauft, werdet ihr definitiv fündig werden. Hier unten haben wir sogar das Erz noch mitgenommen, aber so dementsprechend wird hier auch noch ein bisschen Erz mitgefarmt, was relativ nice ist. Man kommt so eigentlich relativ gut, ja, an so hochwertiger Material, und zwar hochwertiger Metall, meine ich. So war das. Genau, ja. Wir können ja eigentlich ohne Ende das Ganze produzieren, wenn wir eine Erzfarm natürlich haben, die ich euch auch schon gezeigt habe, obwohl ich sie auch schon mittlerweile abgegradet habe. Also, wir können hier in Ruhe alles abfarmen und jo, zum Schleppen will ich euch die folgenden Pfade empfehlen. Zum Beispiel der gute ist gar nicht so verkehrt, den gibt es aber nur da hinten. Den habe ich aus einem Ei bekommen. Den zum Beispiel, den findet ihr hier vorne, aber ist auch über Level 40, also auch nicht so einfach zu bekommen. Zum Schleppen ganz gut eigentlich. Ansonsten könnt ihr natürlich Standard nehmen. Den könnt ihr auch zum Abbau nehmen. Ist aber auch relativ hoch mit dem Level. Ansonsten Standard abbauen ist natürlich so wie immer. Wo ist der gute Tombat? Der gute Tombat ist hier. Na, den ja, bekommt ihr nur nachts, aber der ist schon richtig gut. Der lässt sich auch nicht ablenken, der baut nur ab, was ziemlich nice ist. Man braucht ja auch nicht so viele reinzupacken, also da das meine Hauptbase ist, passt das so weit. Ja, das war's über die Pfahle und wie gesagt, hier wird ordentlich gefarmt. Und wir können auch noch mal kurz die Erzfarm besuchen. Die befindet sich ja an der folgenden Stelle. Die befindet sich hier vorne. Ich zoome noch mal raus. Die habe ich euch im allerersten Video gezeigt. Und ja, ich habe hier die guten. Ist auch mittlerweile hier drin. Und ja. Das Farmen geht um einiges besser. Wir haben hier nur 21, naja. Aber es geht vorwärts. Dafür läuft es ja automatisch. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück hierhin. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Mehr gibt es ja, wie gesagt, nicht zu erzählen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.